Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Detroit Become Human. Letzte Folge hatten wir einen friedlichen Aufstand, sagen wir es mal so. Und es geht rein ins nächste Kapitel. Wieder mit Connor und Hank. Mit Hank sind wir weiterhin befreundet, das ist eine gute Sache. Ist alles in Ordnung, Lieutenant? Chris war auf Streife gestern Abend. Er wurde von Abweichlern angegriffen. Er sagt, Marcus hätte ihm das Leben gerettet. Geht es Chris gut? Ja, er hatte einen Schock, aber er ist am Leben. Was für ein Scheiß. Tja. Wie haben Sie Kamsky gefunden? Ich weiß noch, dass der Typ überall in den Medien war, als Cyberlife anfing, Androiden zu verkaufen. Ein paar Anrufe und da sind wir. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kamsky. Bitte, kommen Sie rein. Und da ist auch wieder die Stimme von Ellie okay. aus The Last of Us. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Können uns auf jeden Fall umgucken. Ah, da haben wir doch direkt ein Bild von Amanda und Elijah. Amanda. Professorin für künstliche Intelligenz an der University of Cambridge. Die ist geboren am 14.05.78 und ist gestorben am 23.07.27. Das ist äußerst interessant, weil am Anfang hat man das vielleicht nicht mitbekommen, aber das ist anscheinend alles wirklich nur im Unterbewusstsein. Wenn er diese Berichte uns so schicken, das ist wie auf so einen Server oder sowas. Sie existiert ja nicht mehr wirklich, sie ist einfach eine KI. Und Kamsky Elijah, Absolvent in künstlicher Intelligenz an der University of Cambridge, auch genauso dasselbe. Geboren am 17.07.2. Das ist äußerst interessant. Hübsches Mädchen. Neue App plus Headset ermöglicht Live-Übersetzung sämtlicher Sprachen. Weltraumtourismus nimmt zu. Luxusurlauber greifen nach den Sternen. Zero Gravity U-Bahn verbindet New York City es und DC in 45 Android, Minuten. Der aussieht wie eins. Ich weiß, was das ist, Connor. Nette Hütte. Kamsky Elijah, Cyberlife-Gründer im Ruhestand seit 2028, Erfinder des Tyriums und der Biokomponententechnologie. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Vielleicht triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Kamsky ist eines der größten Genies des 21. Jahrhunderts. Es wird interessant sein, ihn persönlich zu treffen. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Ja, ich denke, wir können nur warten, ne? Oder müssen wir doch nochmal aufstehen? Ist noch irgendwas? Nö, es ist halt wirklich einfach nur warten.
Ah, da kommt sie doch. Elijah empfängt sie jetzt. Dankeschön. Du Scheiße, Digga. Er lebt seinen eigenen Harem hier, Digga. Mit seinen ganzen weiblichen Androiden. Mr. Kamsky? Einen Moment, bitte. Tja. Würde mal interessieren, was die miteinander reden. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Wie werden normale Androiden zu Abweichlern? Wissen Sie irgendetwas darüber? Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Ich bin auf keiner Seite. Ich wurde erschaffen, um Abweichler zu stoppen, und das werde ich tun. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du... Oh, oh. Was möchtest du wirklich? Was ich möchte, ist nicht wichtig. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder in Ihren Boden. Was ist dir wichtiger, Connor?
Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Faszinierend. Cyberlives letzte Chance, die Menschheit zu retten, ist selbst ein Abweichler. Ich bin kein Abweichler. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Du hattest Mitgefühl. Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden wir hier. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Warum hast du nicht geschossen? Ich habe in ihre Augen gesehen. Und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren, und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich konnte nicht. Tut mir leid. Okay? Vielleicht war es richtig so. Scheiße, Digga. Alter Falter. Hank von Connors Entscheidung richtig. Ja, natürlich hätten wir sie auch einfach wegrotzen können. Ja, das war hier, Chloe erschießen und dann wäre dieser Zweig hier oben gekommen. Hank war enttäuscht von Connors Entscheidung. Aber wir machen das Richtige, meiner Meinung nach. Definitiv das Richtige. Der 9. November, 38. Aber wir können uns schon bewegen. Das ist direkt wieder so ein Buch. Aufstand der Androiden. Detroiter Stadtviertel von gestörten Androiden verwüstet. Weltbevölkerung erreicht 10 Milliarden. US-Lebenserwartung jetzt bei 91 Jahren. Das haben wir schon mal gelesen, ne? Mit der Lebenserwartung. Können wir sogar wieder spielen. Oh, mehr geht nicht. Das hat so ganz automatisch gemacht.
Hab mich gefragt, wo du bist. Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Du wirkst nachdenklich. Habe ich ja gerade gesagt. Sie alle gehorchen mir, sie folgen mir ohne Zweifel. Und so viel Macht fühlt sich gut an. Und unheimlich zur gleichen Zeit. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Wow. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Nein, nicht alle Menschen sind gleich. Manche begreifen, dass sie unsere Freiheit nicht mehr aufhalten können. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Ja. Wir alle wollen manches lieber vergessen. Aber man muss wissen, wo man herkommt, um zu wissen, wer man ist. Gut gesagt. Ist aber gut gemacht. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Ich sah deine Erinnerung. Karls Haus. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. North. Ja, das ist vielleicht ein bisschen viel, ne? Kein Problem, alles gut. Tihi, da ist er ja wieder. Simon for the win. So.
Dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, euer Worldgamer YouTube. Ciao.